Liebe Zuseherinnen und Zuseher, heute ist es soweit. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Frag Kickl, dem Format, wo unser Clubobmann Ihre Fragen beantwortet. Und ich bin schon ganz gespannt, was Sie heute wissen möchten. Lieber Herbert, die erste Frage für heute kommt von Adriana, die gerne wissen möchte, wo du deinen Sommerurlaub verbracht hast und ob du dich dabei auch ein bisschen entspannen konntest. Danke zunächst einmal für die Einladung hierher auf nicht kein heißer Stuhl, sondern ein heißes Sofa, eine heiße Couch. Ja, Sommerurlaub ist eine ganz einfache Sache. Ich bin ja begeisterter Österreich-Urlauber. Das war auch in der Vergangenheit schon so, also nicht erst seit Corona, wo ja viele dann die Heimat wieder für sich entdeckt haben. Und so habe ich es auch heuer gehalten. Also ich bin ja sehr gerne in den Bergen unterwegs, Bergsteigen im klassischen Sinn, natürlich auch Klettern. Und so hat es mich in einige Gegenden Österreichs verschlagen, wo ich vorher noch nie gewesen bin. Also in den Lechtaler Alpen zum Beispiel oder ins Verwall, also diese Grenzregion zwischen Tirol und Vorarlberg. Und ich war auch unterwegs im Hochschwabgebiet, speziell an der Nordseite. Im Süden ist ja sehr, sehr viel Betrieb, aber die Nordseite ist dann doch noch ein kleiner Geheimtipp. Sollte man nicht allzu viel darüber reden, damit es so bleibt. Ein wunderschöner Flecken Erde mitten in Österreich. Maria hat eine Frage, die sich vielleicht einige Österreicher gerade stellen. Warum hat sich die ÖVP so massiv verändert, seitdem sie nicht mehr mit der FPÖ in einer Regierung ist? Ja, wenn man unter Veränderung festhalten will oder bemerkt haben will, dass die ÖVP noch machtgieriger geworden ist, dann ist das richtig. Also keine Veränderung zum Positiven, wenn es eine gegeben hat. Und das ist, glaube ich, der prinzipielle Zugang der österreichischen Volkspartei, den ich auch kennenlernen durfte. Und da spreche ich durchaus aus eigener Erfahrung. Die ÖVP hat keine andere Ideologie als die Verbreiterung der eigenen Machtbasis. Und mir fällt in dem Zusammenhang immer ein Gespräch an, das ich selber mit Sebastian Kurz geführt habe, wo er ganz überrascht gewesen ist, dass die freiheitlichen Regierungsmitglieder mit großer Leidenschaft und ja, mit großem Herzblut eigentlich Regierungspolitik machen. Und das hat ihn dann zur Frage an mich verleitet, ob wir wirklich an das glauben, was wir tun. Und ich war einigermaßen erstaunt, vom Bundeskanzler eine solche Frage zu bekommen. Er hat aber dann gesagt, dass er Politik viel, viel mehr vom Verkaufsmoment her sieht. Also er ist ein Verkäufer, wir sind vielleicht, ja, ist ein bisschen ein altes Wort, ich habe kein Problem, es in den Mund zu nehmen, wir sind ideologisch an die Sache herangegangen. Das heißt, wir glauben an die Richtigkeit unserer Antworten für die Probleme, mit denen wir umgehen. Und das, glaube ich, macht den Unterschied aus. Und das lässt sich ja auch jetzt festmachen an den Ressorts, die die einzelnen Koalitionspartner haben. Wir haben hart verhandelt. Wir haben Schlüsselressorts in der Regierungsmannschaft bekommen. Ressorts, die uns niemand zugetraut hätte. Wenn man sich anschaut, was das Ergebnis der Grünen gewesen ist, naja, von Schlüsselressorts kann dort eigentlich keine Rede sein. Und dass der Gesundheitsminister jetzt durch Corona so im Mittelpunkt steht, das ist ja eher ein Betriebsunfall als das Ergebnis von Regierungsverhandlungen. Die letzte Frage von heute kommt von Tamara und sie stellt eine Frage, die derzeit wirklich unser ganzes Land beschäftigt. Tamara fragt, wie hoch ist deiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit einer Zwangsimpfung? Ja, liebe Tamara, ich möchte mich jetzt auf keine Zahl hier einlassen, aber ich glaube, dass bei manchen schon die Versuchung im Hinterkopf vorhanden ist, so etwas in Österreich umzusetzen. Also kann ja kein Zufall sein, dass die Bundesregierung 8 Millionen Einheiten eines Impfstoffs bestellt, der noch nicht einmal ausgetestet ist in Wahrheit. Also wir sind so ziemlich genau bei der Bevölkerungszahl. Ich glaube, dass das in den autoritären Köpfen der ÖVP durchaus etwas ist, wo der eine oder andere Gefallen findet. Und ich glaube, dass das auch den Grünen ganz gut passt, den Österreichern einmal mehr etwas vorzuschreiben. Ob es dann wirklich durchgeht, da bin ich ein wenig skeptisch. Also ich glaube, die ÖVP hat wirklich hier einen Wink mit dem Zaunpfahl auch bekommen, als diese Corona-App-Diskussion im Land geführt wurde. Da hat man ja den Parlamentspräsidenten vorgeschickt mit dieser Idee einer Zwangsüberwachung der österreichischen Bevölkerung mittels Handy-App oder Schlüsselbund. Und da hat es einen sehr, sehr berechtigten Aufschrei gegeben. Und ich kann mir vorstellen, dass der Aufschrei noch viel, viel größer und viel, viel lauter sein wird, wenn es darum geht, hier eine Zwangsimpfung auf den Weg zu bringen. Wir werden jedenfalls Widerstand leisten mit allen Möglichkeiten, die wir haben. Und ich bin gerade dabei, mit meinen Mitarbeitern hier entsprechende Rechtsgutachten auch einzuholen, dass man sich hier entsprechend schützen kann, dass diejenigen, die vielleicht auch indirekt Opfer eines Impfzwangs werden könnten, weil sie im Gesundheitsbereich oder so tätig sind, hier dann eine entsprechende Rechtsgrundlage von uns auch bekommen, wo man sagen kann, so kann man sich wehren. Ich kann eines nicht verstehen. Ich habe als Innenminister
versucht, im Bereich des Asylmissbrauchs strenger vorzugehen, in der Bekämpfung des Asylmissbrauchs. Und dort ist uns erklärt worden, dass es bei einem Asylwerber nicht erlaubt ist, ihm die Handwurzeln zu röntgen, weil das gegen Menschenrechte verstößt. Und ob man das nicht erlaubt ist, dann glaube ich, kann es erst recht nicht erlaubt sein, jemanden gegen seinen Willen eine Impfung aufzuoktroyieren. Auf jeden Fall. Lieber Herbert, herzlichen Dank für deine Offenheit. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, die Fragen zu beantworten. Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wenn auch Sie noch eine Frage haben, die Sie unserem Herbert Kickl gerne einmal stellen würden, dann tun Sie es einfach. Schicken Sie uns ein E-Mail an fragkickl@fpö.at und vielleicht wird Ihre Frage schon im nächsten Video beantwortet. In diesem Sinne, bis bald.